Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West und dem Beagle. Sudele, darf ich dich nicht rufen, Vogel? Wir wollen die Quest machen, die hier vorne ist. Nee, nicht. Darf ich dich nicht rufen, oder wie? Wo muss ich dich denn rufen, damit du kommst? Aha. Ja, danke. Halt die Klappe. Ich muss echt aus dem Quenlager raus, oder wie? Ja, freilich. Nervt mich. Oi, Aloy. Aloy. Lass das bitte. Sag mal, was sind die auf einmal so unfreundlich? Da bin ich mal eine Weile lang nicht da. Wieso kann ich nicht zoomen? Ah, so zoome ich. Da bin ich mal eine ganze Weile lang nicht da. Ist schon eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Und die mutieren zu unfreundlichen Schweinehunden. So, Vorrat. Ich würde gerne... Genau. Bärchens mitnehmen. Dann gehen wir jetzt hier raus aus den Quen, damit die nichts zu meckern haben. Und von da aus fliegen wir dann los. Und dann mal sehen, wann ich das Finale in Angriff nehme. Und tatsächlich... Ich weiß, dass mir ein Gegner ziemlich fesch auf den Sack... Was stellen die sich an, ey? Ah, das ist okay. Huch. So, dann wollen wir mal... wie fliege ich dich nochmal? I don't know. Okay. So in die Richtung, oder? Ja. Ah, doofe invertierte Kamera, ey. Vögli, Vögli, Vögli. Du sollst mich wirklich nur dahin bringen und dann runterlassen. Weil, ich weiß noch, als ich das erste Mal versucht habe, das mit dem Wrack zu machen, haben sie mir den Vogel da kaputt gemacht. Also werde ich mich da absetzen lassen und dann den Rest alleine regeln. Da muss mein armer Vogel nicht drunter leiden. Lässt du mich auch runter oder? Schön. Und flieh jetzt bitte weg, ne? Flieh weg. Ich will nicht, dass du in Gefahr gerätst, kleiner Vogel. So. Er fliegt nicht weg. Ich bin gerade zu doof, mein... Fokus zu benutzen. Maschine. Ja, ja. Ich muss aufpassen. Nee. Leute, was? Was passiert hier? Warum bin ich zu doof, meinen Fokus zu benutzen? Ah, so wird mein Fokus benutzt. Ja, ja. So, wo ein kaputtes Quenschiff. Muss das denn auf dem Hariam und Christia waren? Ey, Piepmatz, kann ich dich nicht irgendwie wegschicken? Egal. Ich müsste mit meinem Fokus nach dem Kreiselkompass suchen können. Oh, kein Kompass hier. Maschinen könnten ihn aus dem Wrack geholt haben. Ich sollte alle Schrotthaufen auf der Insel prüfen, nur um sicher zu gehen. Sagt sie. Hoppala. Entdeckt. Wer hat mich entdeckt? Du hast mich entdeckt. Was war nochmal deine Schwäche? Schwach gegen... No. Ganz schön frech, ganz schön frech, ganz schön frech, der... Das Krokodil hier, ganz schön frech. Sag mal!
Hoffentlich finde ich den Kreiselkompass in einem dieser Schrotthaufen. Was ist jetzt schlecht gelaufen für mich, ne? Sag, bis Penner-Krokodil, ey. Wie viel Schaden der macht? Was soll das? Ah, von mir aus, dann gehe ich halt an Land und regel das da. Komm doch, komm doch, komm doch, dämliches Krokodil. Getroffen. Getroffen. Dämliches Krokodil. Jetzt. So. Mach gut Schaden. Meine geheime Waffe. Dieser Vogel da oben. Ist das mein Vogel oder? Wow. Da kommt ja ein zweiter. Jo. Oh, nein, nein. Oh, komm schon. Und genau deswegen wollte ich meinen Vogel nicht mit dahin nehmen. Jetzt brauche ich die Eier. Was? Was? Hat sie gerade was? Was? Aloy, was? Was brauchst du? Darüber reden wir nicht. Bitte wieder nicht alle gleichzeitig, danke. Ach komm. Wieder alle gleichzeitig. Wieder alle gleichzeitig, sag mal. Wieder alle gleichzeitig. Das ist ja wohl frech. Scheiße, mir fehlt's an, oh, dieser dämliche Vogel. Nein, nein, nein. Ach, oh, komm, nein, nein, lass mich doch durch. Lass mich doch durch. Der Schmerz lässt nach. Ja, schön, dass der Schmerz nachlässt, Aloy. Mein Schmerz lässt nicht nach. Lass mich raten, ich konnte den kritischen Treffer nicht machen. Nein, ich konnte ihn nicht machen. Nein. Oh mein Gott, die Nerven, die Nerven, die Nerven, aber richtig. Nein, nein, bitte nein, einfach nein. Nicht kleiner Trank, nicht kleiner Trank. Wo ist mein großer Trank? Ja, mittlerer nehme ich auch, kein Thema. Und du dämlicher Vogel, ey, du fucking Vogel. Ja, nee, ist klar. Sie ist im Frost gefangen. Schön. Oh, ich hab davon nichts mehr. Das ist schlecht. Ja, von mir aus. Ist er tot? Er ist tot. Es tut mir aber leid, Vogel. Stirb. Was? Okay,
wie das war. Das wird es leichter machen. Jetzt muss ich nur den Kreiselkompass der Quellen im Wald finden. Wieso bist du denn tot? Wieso bist du tot? Man weiß es nicht so genau. Ich nehme das aber jetzt einfach mal hin, dass der Vogel tot ist. Da vorne. Danke, Aloy. Wo gibt es denn hier noch Schrotthaufen, die ich durchsuchen kann? Kein Kompass hier. Maschinen könnten ihn aus dem Wrack geholt haben. Ach. Ich sollte alle Schrotthaufen auf der Insel prüfen, ach, um sicher zu gehen. Aloy, ehrlich? Die Frage ist, wo sind hier Schrotthaufen? Alle auf der Insel, sagt sie. Das heißt, alle auf der Insel. Hier vielleicht? Hoffentlich finde ich den Kreiselkompass in einem dieser Schrotthaufen. Welchem Schrotthaufen? Aloy, ich check's nicht, wirklich nicht. Bin ja ein bisschen enttäuscht von Aloy, dass sie mir jetzt gerade hier nicht weiterhilft, weil wo? Hier sind keine Schrotthaufen mehr. Doch, hier vorne ist noch einer. Bitte lass es da einfach drin sein. Was ist da? Ja, ich habe den Kompass wieder gefunden. Ich hab schon was abgekriegt. Weiß nicht, ob er noch heil ist. Ich bringe ihn besser zu Hariem und Christian. Vielleicht reparieren sie ihn. So, damit mein Vogel auch ja sicher bleibt. Zeit für den Wolken zu fliegen. Naja. Dann haben wir die Quest auch weg. Da muss ich aber wirklich mal gucken. Ich gebe zu, es juckt mich schon ein bisschen in den Fingern, das Finale zu starten. Aber ich war bei meinem Run auf 44, jetzt bin ich auf 40. Das kann einem schon manchmal das Genick brechen, gerade bei Horizon Zero Forbidden West. Deine Flügel aus. Guck mal, wie glücklich er ist. Nein, Aloy, benutz nicht deinen Gleitschirm. Ist okay. Aber wenn es hart auf hart kommt, sind sie alle auslaufbereit. Den Ahnen sei Dank. Du bist zurück. Ist das? Tut mir leid. Er ist kaputt. Die letzte Hoffnung. Nein. Man muss ihn doch reparieren können. Wie? Wir müssen nur die Batterien wechseln. Und den Messfühler. Klar, denn die liegen ja einfach im Dschungel rum, damit wir sie finden. Warte. Die alte Flotte. Sie hat vielleicht, was wir brauchen. Welche alte Flotte? Als wir unser Schiff aufgaben, wurden wir südwestlich von hier an den Strand gespült. Dort waren von den Ahnen gebaute Schiffe. Aufseher Bohai wird uns nicht dorthin lassen. Er will nicht noch mehr Seeleute verlieren. Wir müssen die Flotte nach Hause bringen. Keiner kommt ohne intakten Kreiselkompass nach Hause. Ich kann sie euch besorgen. Du musst einen Messfühler finden. Sie sind meistens auf der Antenne des Schiffs. Und Batterien. Drei davon. Sie sind klein und vielleicht schwer zu finden. Dafür habe ich etwas. Und wieder vertrauen wir auf dich, Ahnen. Was auch sonst. Wie geht's mit der Reparatur der Flotte? Oh nein, ich wollte doch gar nicht ins Wasser fallen. Komme ich eigentlich nach da oben?
meinem Vogel. Von hier nicht. Weiß ich nicht. Und will's auch nicht wissen. Warte mal, wollen die mich denn hier überhaupt hin haben? Ah. Mitten ins Meer. Ich habe hier kaum Lagerfeuer mehr geholt. Ist der hier? Ja, der ist. Dieses Lagerfeuer ist okay. Nee. Aber was ist denn jetzt das Problem von dir, du dämlicher Vogel? Oh Leute, ich muss einmal kurz gucken, ob ich so. Warum fliegt der denn jetzt nicht? Was ist dein Problem, du dummer Vogel? Ja, das macht er, okay. So, deutlich Marianne besser. Und Christian sagten, dass ich hier alte Schiffe finden kann. Ich sollte mich umsehen. Ach, hier? Wo denn? Unter Wasser? Oh no. Das sieht nach einem Wrack dort am Strand aus. So, oh, was bist du denn? Warum kann ich dich nicht? Die Maschine ist zäh. Säure bringt hier nichts. An Schlachtrücken. I don't care. Ja, aber das klingt, als wäre das halt im Wasser und. Das sieht nach einem Wrack dort am Strand aus. Nee, hier ist am Strand ja eben gar nichts. Vielleicht sollte ich den überbrückten Sonnenflügel rufen. Warum denn? Wofür denn? Ich habe im Moment irgendwie mit Horizon Verbindung meist keine Geduld. Das war sein Ernst. Aloy. Nein, Aloy. Einfach nein. Ich hab keinen Bock, gegen den zu kämpfen. Wo soll das denn sein hier? Sie sagt, sie möchte, dass ich mein Reittier hole. Das ist ja ganz nett, aber wo soll hier was sein? Könnte sein, dass die Strömung hier zu stark. Ja, die Strömung hier ist zu stark. Was auch sonst. Deswegen will sie, dass ich meinen Vogel rufe. Ja,
bereit, in die Lüfte zu steigen? Kannst du bitte auch in die Luft gehen, du dämliches Vieh? Geh doch in die Lüfte, mein Gott! Ich glaube bitte nicht, dass ich hier alte Schiffe finde. Ja, und dann? Ach, da vorne ist ein Wrack. Genau bei diesem Pennertier. Ich glaube nicht, dass ich hier alte Schiffe finde. Ich lande jetzt noch und dann gucken wir uns die nächste Folge mal an, dass wir den einmal besiegen und dann ja, uns das mal angucken. Hier trennen sich unsere Wege. Ja, aber nicht für immer, Aloy. Okay, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.